Wo beginnen die Menschenrechte? Und jetzt komme ich gleich auf das Nürnberger Modell. Institutionen, Privatpersonen, wo auch immer, quer durch die Gesellschaft einen Artikel aus den Menschenrechten wählen und diesen Artikel an einem öffentlichen Ort dann aufstellen in der Form eines Baumes. Und neben dem Baum gibt es dann einen Stein, einen Findling. Und auf diesem Findling steht der Artikel in Deutsch und, was ich sehr interessant finde, in einer Fremdsprache, um auch die Verbundenheit herzustellen mit diesem Artikel, der dort genannt wird. Ich möchte ein paar Beispiele geben, ganz konkret. Bildung ist ein Thema, aber das nehmen die Nürnberger ganz genauso auf. Deshalb plädiere ich dafür hier vor Ort. Ein Menschenrechtsbüro im Rathaus, im Jugendamt, im Landratsamt, im Brugger Forum, in der Caritas, im Kreisjugendring, in der Brugger Bühne als Veranstaltungsforum und als Standorte für Bäume. Die Nürnberger betonen, dass die Bäume im öffentlichen Raum stehen sollen, dass sie sichtbar sind. Und sie sind keine Denkmäler, sie sind eine Aufforderung zum Denken. Denkmal kann man ja auch in zwei Worten und klein schreiben, dann kommt man der Sache schon ganz nahe. Standorte vielleicht hier in Fürstenfeldbruck wären die Kirchen, auch die Moscheen, die Schulen, die Kindergärten. Geschwister-Scholl-Platz bietet sich sofort an mit diesem Hintergrund dieses Namens. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir, wenn wir so etwas aktivieren, brauchen wir Geld. Und dieses Geld gibt es. Man muss es nur abrufen. Die Nürnberger haben das getan, zum Beispiel beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, beim Europäischen Sozialfonds. Und wenn wir die Kommune für unsere Idee begeistern könnten, könnte die auch etwas unterstützen. Eine Sache, wenn ich es gleich ergänzen darf, ist die UN-Kinderrechtskonvention. Ja. Die ist, erstaunlicherweise muss ich sagen, mit der höchsten Quote anerkannt worden, mit 193 Ja-Stimmen. Die einzige Gegenstimme war die USA. Und diese Kinderrechtskonvention ist in allen Ländern ratifiziert. Sie ist also auch in der Bundesrepublik gültiges Recht, nationales Recht. Und von dieser Kinderrechtskonvention, wenn man das so überträgt, profitieren die Flüchtlingskinder? Sollten Sie. Ja, sollten sie. Und jetzt mache ich das Fragezeichen auch in den Ankerzentren. Nein. Also mir fehlen tatsächlich die Worte an der Stelle für das, was in dem Bereich tatsächlich passiert. Es ist eine Katastrophe, weil tatsächlich gerade Kinder und gerade weil Sie es ansprechen in den Ankerzentren, also wirklich ihre Rechte, ihre Menschenrechte, Richtig. Kinderrechte beraubt werden. Wenn man sich überlegt, dass es in Deutschland Kinder gibt, die nicht zur Schule gehen dürfen, die nicht zur Schule gehen dürfen, obwohl sie A, ein Recht darauf haben, weil sie Richtig. ein Recht auf Bildung haben und B, wir ja eigentlich auch eine Schulpflicht haben, davon mal ganz abgesehen. Und dass sowas hier geschieht, und zwar hier vor Ort und gerade hier in Fürstenfeldbruck ja auch Richtig. sehr präsent, Ja. das ist unfassbar. Und ich finde es auch tatsächlich unfassbar, wie wenig Menschen da tatsächlich mit Empörung reagieren, wie sehr wir solche Dinge schon einfach hinnehmen. Da werden so viele Rechte angegriffen, Recht auf Bildung und auch der Rechtsstaat wird an der Stelle angegriffen tatsächlich. Und auch das Diskriminierungsverbot wird da angegriffen. Insofern ist das natürlich eine super Aktion. Ich wünschte wirklich, es würde mehr Menschen bewusst gemacht werden. Ja. Und auch mehr Menschen, die tatsächlich auch in Regierungsverantwortung sind, was auch in unserem Grundgesetz drin steht. Das wäre auch schon schön, wenn Sie da ab und zu mal reinschauen würden. Es stehen tolle Sachen dran. Also ich erinnere an der Stelle immer wieder gerne an den ersten Artikel im Grundgesetz, nicht an den ersten Absatz. Der erste Absatz, die Würde des Menschen ist unantastbar, den kennen sehr viele. Den zweiten kennen dann nämlich schon weniger. In diesem Absatz steht drin, dass wir uns als deutsches Volk, so steht es halt im Grundgesetz, verpflichten, den Menschenrechten verpflichten, und zwar zum Frieden und der Gerechtigkeit in der Welt.
Das ist ein Auftrag, den wir da bekommen haben. Also das Grundgesetz und Menschenrechte sind nicht immer nur für uns und etwas, worauf wir bestehen, zu unseren Gunsten, sondern natürlich auch eine Verpflichtung, die wir eingehen. Und wir sind auch in der Lage, dafür auch einzustehen.